heutige Suchtherapeut arbeite überwiegend mit Menschen, Heroin, Methamphetamin, Kokain, ein paar THC-Fälle. Bisher hatte ich einmal jemanden dabei, der auf LSD hängen geblieben ist. MDMA-Probleme hatte ich bisher noch überhaupt nicht in der Klinik. Sucht wird hier jetzt keine Rolle spielen. Es ist insofern wichtig, es wird viel um Bewusstseinszustände geben. Ich selber hatte vor einer ganzen Reihe Jahren eine Erfahrung, die dazu geführt hat, dass ich jetzt ständig hin und her switchen kann. Entweder ich bin in mir, bin eine ganz normale Person, nehme alles so wahr, wie jeder Mensch es wahrnimmt, oder ich bin der Raum und dieser Körper mit dem Verstand und ihre Körper und ihr Verstand passieren in mir, beziehungsweise auch in ihnen, weil dieser Raum gehört nicht mir. Also es ist ein Bewusstseinsraum außerhalb meiner selbst. Und das ist vielleicht so als Hintergrund ein bisschen wichtig, um verschiedene Sachen zu verstehen, weil es wird viel um Bewusstseinszustände gehen. Vorausschicken möchte ich auch noch, das Grundthema meines Vortrages lässt sich vielleicht am besten mit einem Bild beschreiben. Es gibt sicher eine Reihe Leute hier im Saal, die selber auch psychedelische Erfahrungen gemacht haben. Und wenn die sich unterhalten miteinander, was sie so erlebt haben, dann ist das wie wenn sie eine Reise im Fluss entlang beschreiben, mit Stromschnellen, Flussbiegungen etc. Und sie berichten von ihrer individuellen, subjektiven Erfahrung. Es gibt bisher kaum ein System, was diese Reisen vergleichbar macht. Zum Beispiel, um in diesem Bild zu bleiben, mag es sein, dass der eine Reisende den Rhein entlang gefahren ist und der andere den Amazonas. Beide wissen aber nicht, dass der eine Fluss der Rhein, der andere der Amazonas war, der eine in Europa, der andere in Südamerika liegt. Und also eine Idee, welche Struktur dahinter stecken könnte, das möchte ich gerne mit meinem Vortrag hinkriegen. Der Stanislav Grof hat ja sehr, sehr viel geforscht in Sachen Phänomenologie, also Beschreibung einzelner Phänomene. Machst du mal das nächste? Oh, kannst du mal das nächste Bild machen? Okay. Und trotzdem ist alles, was davon überbleibt, erstmal eine bunte Mischung. Es fehlt also sowas wie eine Struktur dahinter. Das ist so wie jemand, der die Bilder eines Kartenspiels beschreibt und es kommt wenig rüber, was sind die Regeln, dass das Kartenspiel funktioniert. Und Ken Wilber hat halt ein mehrdimensionales Bewusstseinsmodell aufgestellt, an das ich mich anlehne. Machst du mal das nächste Bild, wodurch Ordnung in in diesen bunten Haufen kommt und es wird und gibt eigentlich nur zwei Dimensionen, nämlich die Endpunkte Bewusstsein und Materie, die immer wieder wie in einem unendlichen Spiegelsaal in verschiedensten Ausprägungen dieses Universum, in welchem wir leben, bestimmen. Okay, mach's mal bitte das nächste. Wir fangen also ganz vorne an. Das, was wir wahrnehmen, ist ein Universum. Es hat irgendwann mal einen Urknall gegeben. Seitdem gibt es eine Evolution. Das Universum dehnt sich aus und wird dabei immer dünner. Von einem unendlich kleinen, unendlich schweren Massepunkt zu einem unendlichen Raum, dahin geht jedenfalls die Tendenz, mit einer verhältnismäßig geringen Dichte. Das ist aber nicht alles, sondern währenddessen hat es auch eine qualitative Evolution gegeben, nicht nur eine quantitative. Ach, stopp, ich muss noch einen kurzen Schlenker zurück machen. Was ich vorstelle, ist ein Modell, die Realität zu beschreiben ist. Er hebt also keinen Anspruch auf die absolute Wahrheit. Es ist ein Versuch, die Realität zu beschreiben. Es gibt bessere und schlechtere Modelle.
Der Vorteil dieses Modells ist halt, mehrdimensional zu sein, aber nicht, dass jemand sagt, der Wernlich hat versucht, die Realität zu beschreiben. Realität wird immer konstruiert in unserem Bewusstsein, so wie wir jetzt zum Beispiel konstruieren, dass das feste Möbel sind, etc. Das konstruieren wir in unserem Bewusstsein. Wenn wir einen anderen Blick haben, zum Beispiel in außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen, sehen wir ganz genau, dass das nur verdichtetes Bewusstsein und keine Materie ist. Also alles, was wir sehen, unser greifbares Universum ist letztendlich eine Konstruktion unseres Bewusstseins und die Reflexion darüber ist genauso eine Konstruktion. Gut, es hat also auch eine qualitative Entwicklung gegeben, die dadurch gekennzeichnet ist, dass zu bestimmten Grundqualitäten immer neue hinzugekommen sind. Wir können das unterteilen, wie wir wollen. Also man könnte einfach sagen, erst war nur tote Materie, dann war nur Leben da. Wir können auch feiner hingehen und sagen, also erst waren Atome da, dann waren Moleküle da, dann gab es die ersten Einzeller, dann gab es die ersten komplexeren Wesen, dann gab es die ersten fühlenden Wesen, die